Sagen, checken wir das mal hier gerade aus. Festungsschlüssel. Kurze Sekunde. Festungsschlüssel. Schlüssel zu den Zellen der verlorenen Festung. Vor langer Zeit begann ein Festungsheer, ob der raschen Ausbreitung des Fluchs im Lande verzweifelt, jeden Untergebenen als Träger des Fluchs anzusehen. Und so sperrte er sie massenhaft ein. Die gesamte Festung wurde zu einem Gefängnis, das man, wie seine Insassen, der Verrottung überließ. Okay, da geht's hoch. Ja, die Gargoyles. Diesmal nur zwei. Okay, also ich müsste... Wow, krass. Ich müsste darüber springen. Und wenn ich das nicht schaffe, darf ich den ganzen Weg normal laufen, oder was? Crazy. Warte mal kurz. Warte. Flammenschmetterling, drei Stück. Seit wann explodieren die? Seit wann explodieren die, sobald ich dagegen springe? Ja, ich habe gerade echt gedacht, da hat irgendjemand geflüstert. Ach, da kommt man so gar nicht hin. Ah.
the heck? Seele, okay. Ach, damit schließt sich der Kreis, oder was? Das alles? Ah ne, wir haben ja noch den anderen Weg. Und den Schlüssel haben wir noch gekriegt. Stimmt. Wir haben noch den Schlüssel gekriegt. Von hier ist der. Eigentlich müsste ich jemand machen, oder? Los, komm, probieren wir mal. Eine große Keule. Ein Großhammer. Hundertachtzig macht die schon. Wie schaut's aus? Nix, wa? Verflucht. Hallo, erhörst du mal?
Ich bin ganz ehrlich, ne? Ich habe nicht das Gefühl, dass Rollen irgendwas bringt, ey. Ja, genau. Na sicher doch. Na sicher doch. Hör doch mal auf mit deinem scheiß Schild, ey. Thank you.
Junge, geh doch mal weg hier von der Wand. Deine Schläge dauern zwar länger, aber man macht damit mehr Schaden. Junge, geh doch mal von der Wand weg. Endlich! 6000 gibt ihr. Ach, der Typ ist, der Typ ist... Ihr seid so ein Kristallechse. Kommt er nur einmal, so wie eine richtige Kristallechse? Hier noch nicht? Kenn ich ja noch gar nicht. Was bist du denn für ein Zwerg? Einfach so? To guard this bell for the prince's honor. Stay away, foul and dead, or you'll be a goner. Stay back! It belongs to the princess, it do! What the freak? Siege des Glockenhüters. When the bell is in trouble.
Hast du so einen Multiplayer-Ring? Mal da wohl nicht so hoch gehen können wir. Inversion des Finstergeist. Dies ist der Ring des Eids des Glöttenhüters. Leistet diesen Eid und tragt diesen Ring, um automatisch in die Welt eines Eindringlings am Reich der Glockenhüter beschworen zu werden. Die Doppelglocke symbolisiert das Band zwischen zwei Liebenden, die niemals vereint sein konnten. Die Glockenhüter sind ihre ewigen Wächter, denn das ist ihre Liebe, das ist ihr Fluch. Das Item schon vorher da? Heptiker Gewürz. Mhm. Spinnst du oder was? Wenn hier einer zuhaut, dann bin ich das. Normalerweise ist das ein Spiel, aber...
What the fuck? Was waren gerade diese 78er Schaden? Willst du mich verarschen? Was soll das? Schön daneben gehauen. Nice. Unglaublich, ey. Glockengüterschild. Gut gegen Magie, aber ansonsten. Meine Fresse. Ja, werf dann noch mal 1000 Feuerdinger hinter mir her. Was soll denn das, ey? Spiel so unfair, ey. Hallo. Ich dachte wirklich, Dark Souls 3 wäre schon unfair. Aber das hier schießt echt den Vogel ab, ey. Es hat so viele unfaire Stellen. Und das ist nicht die erste davon. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn ein Spiel schwer ist, weißt du? Jetzt mal ernsthaft. Aber wenn ein Spiel unfair ist, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was war das schon wieder für eine Scheiße?
Oh Mann, geh weg von der Wand. Ist das schon wieder irgendjemand? Treffen, ne? Vielleicht muss ich wirklich irgendwann mal diesen Ring holen, dass man Gegner irgendwie flüstern hört oder so. Ja, siehst du mich oder siehst du mich nicht? Dank. Und was soll der 78er wieder? Schon wieder ein 78er. Estos, ich drücke. Alter, machen die Damage. Da hat der Schild gar nichts mit zu reden, ey. Falle? Eine Falle? Die Glocke überhaupt. Ja. Na dann. Ziehen wir mal dran, wa? Jetzt? Was ist jetzt passiert? Gargoyles.
wie bei Dark Souls 1 die Dinger, wa? Oh, Blitzschlagen wäre ganz gut, wenn ich den hätte, ne? Alter, die Rolle bringt nichts. Ja, jedes Mal, wenn ich rolle, kriege ich trotzdem Schaden. Die Rolle ist voll für den Arsch in dem Spiel, ey. So, warte mal, Gargoyle 2. Wie hießen die jetzt? Turmgargoyles oder sowas? Glockenturm Gargoyles. Was sind die? Einkel. Wie viele Elektrosachen habe ich eigentlich? Zwei? Probieren wir erstmal so. Habe ich ja auch erstmal ein paar Estus-Flakons noch. Schön reingerannt, geil. So, Glockenturm Gargoyles. Gucken, das stimmt. Turm Gargoyles. Stück. Wahrscheinlich gegen alle kämpfen, oder? Der Weg ist okay, aber ich frage mich nur, wie ich sie besiegen soll, wenn da relativ schnell und viele kommen.
ich zwei hier nicht? Darf ich auch noch was machen oder bin ich hier nur am Verteidigen? Till 100, juhu! Wir haben es geschafft. Till 100. Oh, warte mal. Weil ich mein Schild jetzt eh nicht so wirklich benutzen kann. Ausdauerwiederherstellung da. Und das ist auch, wenn das hinten auf dem Rücken ist, ne? Genau. Nice. Okay. Immer hat er mich schon. Glaubt, da werde ich jetzt ein paar Mal dran verrecken. Ich tippe mal so auf 12. Mal gucken. Feuerschwert versuchen. Wir sind zwar Feuer, aber...
machen ihre Waffen gar keinen physischen Schaden? Sondern magischen oder was? So, erstmal da 100, hier 4. Und wieder rein. 4 Kills haben die schon. Nice. Danke, Spiel. Danke, vielen, vielen Dank. I love you. I love you. Vielen, vielen Dank, Sky Game. Vielen, vielen Dank. I love you. Schaden ist eigentlich ganz genauso. Ich überlege, das Schild abzugraden. Ich habe keine schlechte Idee. Glockenhüterbogen. Der wiegt ja fast nix. Okay. 0,5 wiegt der? Das ist ja gar nichts. Zu langsam, oder? Was meinst du? Brauchen wir? Meine Balance, wa? Und die Kelle.
Müssen wir ein bisschen powern. Ja, das Schild ist wahrscheinlich so schwer, war im Gegensatz zu dem anderen. Ja. Warte mal, wie viel Steinchen habe ich jetzt eigentlich zum Upgraden? 6. Also das Schild würde ich eventuell auf 3 kriegen. Das war's dann. Aber es hätte zumindest ein bisschen mehr Abwehr. Naja, 4 haben sie schon, wa? Jetzt kommt der fünfte. Schwierig, sehr schwierig, sich hier richtig zu positionieren. Vor allem jetzt auch noch, wo noch ein Dritter vorbeikommt. What the heck? Duftzweige, davon brauche ich noch 4 Stück. Minimum. Was liegt denn darum? Meine Seele. Hallo X.
macht man die am besten? Ohne Scheiß.